So, Leute, willkommen zurück bei Dirt 4. Ja, okay, wir haben eine weitere Wertungsprüfung in diesem Event. Die letzte. Und, ja. Zwei Events sind es insgesamt in dieser Meisterschaft. Okay, aktuelle Bergung 1. Mhm. Ja, okay. Also war es dann tatsächlich, dass wir am Ende beim Marshall durchgebreddert sind, das Problem in der letzten Folge. Also müssen wir mal gucken, dass wir jetzt hier keinen Bullshit machen, sodass wir auch maximal eine Bergung haben jetzt in dieser Runde noch. Reparatur sollte ja nicht dazu zählen, aber der Antrieb ist ganz schön im Arsch. Naja. Gut. Jetzt sollte ja eigentlich alles wieder funktionieren. Alles okay, keine Verzögerung. Okay. Der Marshall hat gesprochen. Fünf, wieder der S. Alvarez. 3, 2, 1. Los, 100 durch Senke. Rechts halten über Kuppe. Links 6, rechts halten über Kuppe. Rechts schneiden, rechts 2, Kuppe 80. Links halten über Kuppe, 80. Rechts 3, lang, macht auf über Kuppe. Rechts schneiden. Senke okay. Rechts 5, rechts schneiden. Boah, ich bin noch rechts manchmal 6, echt ein bisschen zu stürmisch in dem Spiel. Also fahre zu schnell. 80 durch Senke. Habe ich so das Gefühl, 80. Weil ich in Dirt Rally ja wirklich richtig krasse Meisterschaften Achtung, gefahren 4, bin. Im höchsten in Level. Links, und dann rechts ist es eben so, dass man natürlich sich da extrem ins Zeug legen muss. Hier wäre das vielleicht gar nicht nötig, dass ich so eskaliere. Was Tempo betrifft, lasse ich mir da ein bisschen zu wenig Zeit. Manchmal. So. Ach, die ganze Zeit 2. Was ist denn das hier? Links halten über Kuppe. 100 durch Senke. Mittig halten über Kuppen, 100. Mittig halten über okay. Kuppen. 100 durch Senke. Rechts halten über Kuppe, 100. Achtung, bremst, offene Kehre, links. In rechts, 2 lang, macht zu, nicht schneiden. Da bin ich ein bisschen weit rausgefahren, muss man sagen. Rechts halten. Hätte ich besser machen können. Achtung, Kuppe links, 2. 60 durch Senke. Links halten über Kuppe. Rechts 6, nicht schneiden. Links halten über Kuppe. Vorsicht, rechts 1. In rechts 4, über Kuppe. Links 62, nicht schneiden. Links 3, nicht schneiden. Links 3, nicht schneiden. Okay, links halten, alles klar. Über Kuppe. 100 durch Senke. Mittig halten über Kuppe. 80. Links halten über Kuppe. 100 durch Senke. Okay. Mittig halten über Kuppe. 80. Links 6. In rechts 5. Und Achtung. Links 3. Innen halten. Verengt sich. Rechts 2. In links 4. Kuppe. Nicht schneiden. Mittig halten. Ist klar. Nice. Das hat auch ganz gut geklappt. Sind wir zwar nicht durch kollisionslos durchgekommen, aber es ist ja auch rechts in dem Fall egal. Links 4. Macht zu. In rechts 3. Nicht schneiden. In links 4. 60. Rechts 5. Okay. Bis Ziel. Ja, nice. Alles hui, klar, war ja fast knapp. Marshall. So. Marshall. Hallo, ich bin Marshall Davis, Alter. Sehr gut gelaufen. Tolle Wertungsprüfung. Gut gemacht. So, okay. Nice. So, schauen wir mal, was wir im nächsten Event für eine Sponsorenprüfung bekommen. Beziehungsweise Sponsoren. Zeugs. Na, warte mal, ich muss mal ganz kurz was gucken. Ja, ich muss gerade mal ganz kurz schauen, ob es regnet oder nicht.
Ich habe hier nur ein Fenster offen. Das wäre nicht so gut, wenn es da reinregnen würde. Natürlich, ne? So, jetzt die Frage. Weiter. Okay. Schauen wir mal, was die uns jetzt geben für Aufgaben. Povis Wales, ja, schön. Strafzeit, schließt das Event mit 9 oder weniger angesammelter Strafzeit ab. Das klingt erstmal im ersten Moment ziemlich einfach. Sollte ein gutes Rennen werden. Okay. Ja, wenn es von meiner Seite keine Probleme gibt, dann ja. 5, 4, 3, 2, 1, los. Rechts 4, über Kuppe. Durchsenke. Mittig halten, über Kuppe. Okay. Links 6, über Kuppe. 2, über Kuppe. Nicht schneiden. 2, über Kuppe. Rechts 5. Links 6. Ah, es war ein Ticken zu weit. Durchsenke. Links 3, Kuppe. Nicht schneiden. Okay. Rechts 3, lang. Nicht schneiden. Links 3, nicht links schneiden. Fünf. Machen wir hier auch. Ja, alles klar, perfekt. Haben wir gut gemacht. Durch links das Tor durch. Nicht schneiden. Rechts 3. Der gute Helikopter versperrt natürlich wieder die Sicht, weil er ein dummes Kind ist. Das wird mich ja in Wirklichkeit so abfacken, wenn dieser blöde Kamera-Heli in einem das Rennen vermasselt, ne? Links 4. In 90 Grad links. Das finde ich auch zum Beispiel sehr geil, dass das mit reingenommen wurde. Rechts 5 über Kuppe. Links 4, lang. Dass da ein Helikopter mal drüber schwebt oder so, ne? Das ist schon. Das ist schon nicht verkehrt. Rechts 6, links 6. Rechts 5, Kuppe, nicht schneiden. Links 6, links 6, über Kuppe. 2 über Kuppe, nicht schneiden. Rechts 5, links 6. Rechts 5. Ja, das aber auch gut gemacht. Das war gar nicht so einfach. Rechts 4. In links 6, nicht schneiden, 60, durch Tor. Okay. Links 6, über Kuppe. 2 über Kuppe, nicht schneiden. 2 über Kuppe. Rechts 5. Links 6. Ist klar. In rechts 3. Oh, bis jetzt fahren wir ja ein richtig gutes Rennen, muss man sagen, ne? Kehre, links, lang, nicht schneiden. Mittig halten, über Kuppe. Durchsenke, rechts 3, 60. Links 6, durchsenke. Links 4, über Kuppe. Ist klar. Durchsenke. Perfekt. Links 6, mittig halten, über Kuppe. Links 3, durchsenke. Mittig halten, über Kuppe. 60, in offene Kehre. Rechts, lang, nicht schneiden. 60, durchsenke. Links 3, über Kuppe. Links 6. Rechts 4. Links 3. Oh, was ist denn hier? Mittig halten, über Kuppe. Okay, nochmal eine 3. Über Wellen, nicht schneiden. In links, 2, 80. Kuppe senke, rechts, 6. Oh je. Rechts 4, über Kuppe. Machen wir hier weiter, so. Mittig halten, über Kuppe. Sollte eigentlich jetzt durch kein Tor. Problem rechts sein. Halten, über Kuppe. Links 3, rechts alles 4. Klar. In links, 6. Noch ein Tor. 60. Wo war hier ein Tor? Links 6. Nicht blind? Offene Kehre links, innen halten. 60 über Kuppe, 80. Ja, ich weiß schon, warum man sich innen halten soll. Kehre rechts, innen halten. Oh je. Rechts 6, 80. Weil sonst nämlich das passiert, Kuppe, wenn man sich nicht innen zwei. Hält. In links 1, nicht schneiden. Okay, links 1. In links 2 lang. Achtung, Kuppe, sofort, rechts 1. Rechts 5, nicht schneiden. In links 2, über Kuppe. Okay, links 2. Rechts 4, lang. Links 5, über Kuppe, nicht schneiden.
In links 6, durchsenke. Links 4, über Kuppe. Rechts schneiden. In links 6, durchsenke. Runde. Links 5, rechts halten. Über Kuppe. Rechts schneiden. Links 6, in offene Kehre rechts. Lang, durchsenke. Links 4. Rechts 3. In links 2. Nice. Rechts 2. 2, Mist. Links 3. Hier ist okay. Rechts 4. In offene Kehre. Oh, wie viele links, kleine Minikurven hier sind, das ist ja da wohl der Hammer. Rechts 6, links halten, über Kuppe. Rechts. Aber fünf, mir gefällt das, wenn viele Kurven sind, also ich finde das cool. Weil da hat man nämlich wenigstens Spaß an dem Spiel, rechts, weil man fühlt sich, nach jeder Kurve, die gelungen ist, fühlt man sich richtig cool. Links 6. Das finde ich auch so toll an dem Spiel, weil ich weiß nicht, das heißt irgendwie sehr schönes Gefühl, wenn man hier wirklich ein gutes Rennen abliefert. Bis Ziel. Okay, fahr zum Marshall. Okay, na komm. So. Das ist sehr gut gelaufen. Tolle Wertungsprüfung. Gut gemacht. Mhm. Vielen Dank, vielen Dank. Boah, das ist als das nächste ist jetzt wieder nur eine kurze Strecke. Das schaffen wir easy. Das machen wir. Ist gar kein Problem. Mondre Wind Farm, Powys, Wales. Alles klar. Sieht cool aus. Wieder mit vielen kleinen Minikurven, so wie ich das hier sehe. Strafzeit haben wir bis jetzt keine. Also sollten wir das eigentlich auch locker schaffen. Hat schon besser ausgesehen, aber es läuft gut. Viel Glück. Mhm. Fünf, vier, drei, zwei, eins, los. Links sechs, mittig halten, über Kuppe, 100. Links fünf, links drei, über Kuppe. Rechts sechs, über Kuppe, 100. Rechts sechs, links fünf, über Kuppe. Rechts sechs, Kuppe, in links sechs, okay, das passt. Rechts fünf, über Kuppe. Links drei, lang, nicht schneiden. Rechts, 3 über Kuppe. Durch Senke, 100. Kuppe, Senke, rechts, 6. Rechts, 4 über Kuppe. Durch Senke, mittig halten, über Kuppe, 100. Links, 5, okay, alles links, klar. 3 über Kuppe. Rechts, 6 über Kuppe, 150. Rechts, 3 lang, mach zu, über Kreuzung, nicht schneiden. Links, 6, 60. Habe ich jetzt nicht aufgepasst? Insgesamt passe ich gerade nicht so auf, was der Typ sagt. Links 4. Rechts 6. Links 3. Durchsenke. Mittig halten. Über Kuppe. 60. In offene Kehre. Rechts lang. Nicht schneiden. 60. Durchsenke. Links 3. Über Kuppe. Okay. 3 über Kuppe. 60. Durchsenke. Links 3. Rechts halten, über Welle. In links 6, durchsenke. Links 4, über Kuppe, nicht schneiden. In links 6, durchsenke. Nochmal Scheinwerfer an hier gerade in dem Gebiet. Rechts 4, Kuppe, vielleicht Sprung. Rechts 6, über Kuppe. Okay. Oh, scheiße, war das? So. Rechts 5, jetzt sind wir wieder auf der richtigen Spur. Achtung, Kuppe, rechts 1. Links 4. Links 6. Offene Kehre links. Rallye ist schon echt ein kranker 60 über Rennsport. Ich meine, man muss sich das mal vorstellen, mit wie viel km/h die hier durch so einen Wald auf so einer schmalen Straße brettern. Rechts das 6. ist für mich links eine 6. ganz hohe Kunst. Rechts 5, Kuppe, nicht schneiden. Links also, 6, 130. Wer sowas links kann, das links ist. 3 über Kuppe. Rechts oh, oh. 6 über Kuppe, 60. Links 3, durchsenke. Mittig halten, über Kuppe, 60. In offene Kehre, rechts, lang, nicht schneiden. 60 durch Senke. Okay. Links 3 über Kuppe. Ist klar. Rechts 5 über Kreuzung, über Kreuzung. Schauen rechts wir mal. 6. Rechts halten, über Kuppe. Links 3,
Rechts 4. In links 6, 60. In links 6. So, der erste Platz sollte aber trotzdem eigentlich noch sicher sein. Alles klar, langsam. Sogar das war noch eine positive Zeit, obwohl ich da so einen richtigen Schlaganfall hatte, mal zwischendrin. Also. Perfekt, super Ergebnis, gut gemacht. Danke, danke. Danke, Anke, bitte, Brigitte. Boah, wir haben so viel Vorsprung, Leute. Das ist ja echt der absolute Shit, ey. Ohne Witz. Könnten vielleicht bald die KI ein bisschen stärker machen. Wobei ich dann natürlich frage, ob ich dann tatsächlich mehr Geld verdiene. Ja. Weil, wenn ich es jetzt erhöhe, dann werde ich vielleicht statt erster immer nur zweiter. Und da ist dann die Frage, ob das Geld vom zweiten sein dann besser ist als hier in dieser Schwierigkeit das erste. Versteht ihr, was ich meine? So ein Verhältnis sehen. So. Na komm. Legen wir los. Die Bedingungen sollten auf unserer Seite sein. Der Marshall hat nichts zu berichten. Mhm. 3 Minuten 28 ist unser Ziel. 5, 4, 3, 2, 1, los. Links 6. Rechts 5, Kuppe, nicht schneiden. Links 6. Durch Tor. Links 6, über Kuppe. 2 über Kuppe, nicht schneiden. Rechts 5. Links 6, 60. Okay, alles rechts klar, 6, nice. Links 5 über Kuppe. Rechts 6, Kuppe in links 6, durchsenke. Rechts 3, nicht schneiden. In links 2, durchsenke. In rechts halten, durchsenke. Links 4, über Kuppe, nicht schneiden. Rechts 5, 80, Kuppe, sofort. Rechts 2, nicht schneiden. In links 1. Rechts halten, über Kuppe. In links, 2 lang. Okay, nice. Achtung, Kuppe, sofort, rechts 2 1. Lang. Links 6, Kuppe, senke. Rechts 6, links 6. Okay, der Vorsprung. Rechts 5, Kuppe, nicht schneiden. Links 6, ist nicht ganz 50, so krass. Rechts 3 lang, mach zu, Überkreuzung, nicht schneiden. Links 6. Mittig halten, über Kuppe. 80, durchsenke. Mittig halten, das so Übersprung, 60, links 6. Wenn wir so weiterfahren, dann sollten wir das schaffen. Links 6, über Welle, rechts 3. Links 6, über Kuppe, 100. 80, durchsenke. Der T. Müller, der Thomas Müller, ey, auch unterwegs, fett am Dirt 4 spielen. Links 6, über Welle, rechts 3. Links 6, über Kuppe. Rechts halten, über Kuppe. Links 3, nicht schneiden. Rechts 4. In links 6, nicht schneiden, 60. In rechts, 3 über Kuppe, 60 durchsenke. Offene Kehre, links, lang, nicht schneiden. Okay. Mittig halten, über Kuppe. Durchsenke, rechts 3, 60. Durch Tor, links 6, über Kuppe, 2 über Kuppe. Rechts 5, links 6, 60. Okay. Rechts 6, links 5, so. Über Kuppe. Okay, da haben wir 6 und einmal 5. Müssen wir aufpassen. Rechts 2. Links 2. Oh, 2. Rechts 4. Ach du lieber Himmel. In offene Kehre links. Ah, das kam wieder ein Ticken zu spät, die Ansage, ohne Witz. In rechts 6. Links halten, über Kuppe. Rechts 5. 60. Links 6. Kuppe. Senke. Rechts 6. Links 6. Rechts 5, Kuppe, nicht schneiden. Links 6. Links 6, durchsenke. Okay. Oh, links was war das? Über Kuppe, durchsenke. Das hat sich aber komisch angefühlt. Mittig halten, über Kuppe, durch Tor. Okay. Links 6, gucken. Über Kuppe, 2 über Kuppe. Rechts. Links 6, 60. Bis Ziel. Ah, das hat doch wieder geklappt, ey.
Alles klar, langsam. Bam, Alter. Weggeboxt, wie sich das gehört. Wieso wurde mir jetzt S. Morton angezeigt, obwohl T. Tolles Müller... Tolles Ergebnis, das war unschlagbar. Naja, schauen wir mal. Ist S. Morton bei dem Event am weitesten, oder wie? Ja, wahrscheinlich war ja das. Zwischenstand Meisterschaft, ja. Ja, war's das. Haben wir die Meisterschaft, oder? Jo. Nice. Jui. Ausgezeichnet. Da bekommen wir auch dann ordentlich Asche. Teamabzüge, Reparaturkosten, Cashkiste. 200.000 insgesamt. Bekommen. Oh, nice. Meisterschaftsrückblick. So, insgesamt 50 Punkte. Und das gab natürlich auch wieder Geld. Also eigentlich sollten wir jetzt stinkreich sein. Ja, fast. 409.000, das ist schon... Ja. Läuft bald aus. Ja. Müssen wir da mal gucken. So. Genau. Hier haben wir da jetzt neue. Oh, hier, guck mal. Winterstrecken. Wärmland, Schweden. Boah, da freue ich mich schon. Was haben wir hier? Okay, das kennen wir alle schon. Okay. Was gibt es denn eigentlich nochmal alles für Strecken zur Auswahl? Freies Spiel hier. Abbrechen, Meisterschaft verlassen, ja. Disziplin Rally, Event hinzufügen. Ja, nur in Schweden waren wir noch nicht. Ansonsten haben wir alles. Okay, bin ich gespannt. Schauen wir uns dann in der nächsten Folge Schweden an. Was heißt das hier? Landrush weiß ich, das weiß ich auch. Das kenne ich noch aus Dirt Rally, aber was ist Historic Rally? Die Regeln der historischen Rally haben sich nicht verändert. Dafür aber die Autos. Wenn du sie meistern willst, solltest du dir ein breites Spektrum an Fertigkeiten aneignen. Die Klassiker der 60er entwickelten sich schnell zu den spezialgefertigten Rallye-Autos der 70er. Die Technologie wurde in den 80ern immer besser und brachte die legendäre Gruppe B auf den Plan, die immer noch einen schnellen und sehr gefährlichen Ruf genießt. Okay, das ist also der Rallye-Modus nur mit alten Fahrzeugen im Prinzip, also mit noch älteren Fahrzeugen. Im Prinzip. Weil hier, das ist modern, das ist alles relativ modern, ne? Vergleichsweise. Okay, wissen wir jetzt auch, was Historic Rally ist. Da freue ich mich auch schon drauf, weil vielleicht fühlt sich das dann tatsächlich so an wie dann Dirt Rally. Demonstriere deine Fähigkeiten, Time Attack und Smash Attack Herausforderung. Naja, egal. Leute. Ich würde einfach mal sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr noch das nächste Mal wieder mit dabei seid. Hier bei Dirt 4. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. You know,